Hört ihr sie knistern? Butterspätzle, handgeschabt. Und wie dieses wunderbare Gericht funktioniert, seht ihr in diesem Video. Oh, ist das lecker. Große Erinnerungen an meine Schwarzwälder Zeit. Spätzle. Mit der Hand geschlagen, 3 Kilo. Da weiß man, was man getan hat. Wir machen heute keine 3 Kilo, wir machen 300 Gramm. Das geht deutlich einfacher und reicht für 2 Personen allemal. Grundsätzlich kann man sagen, als kleine Faustregel, 100 Gramm Mehl pro Person mit einem Ei, 50 Milliliter Wasser, ganz klein bisschen Salz, habt ihr eure Spätzle. Für eine großzügige Portion haben wir jetzt hier mal 300 Gramm Mehl. Da kommen jetzt unsere 3 Eier drauf. So, und auch schon unsere Prise Salz. Und dann ist es so, ein Spätzleteig, der wird, das werdet ihr gleich sehen, der wird nie gerührt, der wird geschlagen. So, wenn wir das so verarbeitet haben, geben wir jetzt schluckweise das Wasser dazu. Und das geht am allerbesten, wenn wir das jetzt tatsächlich mit der Hand machen. Er soll später so ein bisschen vom Löffel praktisch runterlaufen. Und das geht nur, wenn da genügend Wasser drin ist. Und man sagt auch, ein Spätzleteig ist dann gut, wenn man ihn gleich schlägt und er schlägt Blasen. Aber wir sind ja schon ganz gut unterwegs. So, da ist eine deutliche Luftblase darunter, da kann man das erkennen, da. Den lassen wir jetzt mal 15 Minuten abgedeckt stehen und in der Zwischenzeit erwärmen wir das Wasser. Höchste Zeit, dass wir mal mit den Spätzle anfangen. Geben wir mal so die Hälfte unseres Teiges hier in unseren kleinen Schlitten hinein. Oh, man sieht richtig, wie zähig dieser Teig geworden ist, aber so soll es auch sein. Wir gehen jetzt immer nur hin und her. Und vielleicht kannst du an die Seite filmen, wenn dort die kleinen Knöpfli, ja, die fallen schon, da hineinfallen. Oh, das ist ja wirklich total einfach. Es ist sowas von simpel. Cool, ne? Mhm. So, da sind sie. Einmal aufgekocht. Und ich finde, die sehen doch ganz vortrefflich aus. Und sobald sie oben schwimmen und einmal gekocht haben, nehmen wir sie direkt raus und in kaltes Wasser abschrecken. Das Wasser lassen wir kochen, entweder für die nächste Rutsche mit der Spätzlereibe oder, wie wir das jetzt mal ausprobieren, Spätzlereiben vom Brett. So, das ist doch schon eine schöne Portion hier, oder? Sieht gut aus, das esse ich heute Abend. Das isst du ganz alleine, ne? Ja. So, jetzt kommt der zweite Streich. Jetzt wollen wir mal die andere Variante ausprobieren. Dafür habe ich so ein kleines Brett. Das tauche ich einmal ins Wasser und gebe da schon mal ein wenig von meinem Teig drauf. Ist aber auch hier. Ja. So muss aber sein. Ein wenig was auf dem Brett verteilen. So. Jetzt einmal nass machen. So, dann kann man den hier wunderbar verteilen auf dem Brett. Und ich empfehle immer, nach hinten den Vorrat zu schieben und mit der nassen Palette vorne dünn auszustreichen. Kann man das erkennen? Ja, kann man gut erkennen. So, noch ein bisschen gleichmäßiger hier vorne. So, Palette nass machen, noch einmal eintauchen und jetzt können wir... kleine Spätzle schaben. Wenn das wieder alle ist, wieder verteilen hier vorne. Den Vorrat nach hinten schieben, Palette wieder nass machen und kleine Spätzle schraben. So, Carmen, was sagst du? So für so einen Norddeutschen, der mal im Schwarzwald gearbeitet hat, ist das doch nicht so schlecht. Nein, das ist super. Und wenn da mal ein etwas dickerer dabei ist, dann kann man wenigstens beweisen, dass man das selber gemacht hat, oder? Genau. Die nehmen wir jetzt raus, weil sie haben ja nun auch gekocht. Ebenfalls in kaltes Wasser. Und dann braucht man sie nur noch abzugießen, ein wenig trocken stellen und wann immer man sie dann braucht, durch die Pfanne ziehen mit etwas Butter, Salz, Pfeffer und wer mag, eine Prise Muskat.
Die sehen ganz gut aus, du. Die sind schön geworden. So, der letzte Schritt für unsere selbstgemachten Spätzle. Ich habe hier ein bisschen Butter schon mal vorbereitet und da kommen die Spätzle jetzt einfach hinein. So, und wer mag, kann an dieser Stelle natürlich auch vorher ein bisschen Speck und Zwiebeln anbraten und die Spätzle draufgeben. Oder heiß geliebt bei unserer Kamerafrau sind die Kässpätzle, die Käsespätzle, die dann einfach nur geriebenen Bergkäse bekommen und der wird dann drunter geschwenkt. Ein wunderbares Gericht nach dem Wandern. Und schon sind sie fertig. Ein bisschen Farbe dürfen sie haben. Und bei mir hier im Hause Kalle kocht, gebe ich da immer noch gerne ein bisschen frisch geriebene Muskatnuss drüber. So, Butterspätzle. Und wisst ihr, was dazu am allerbesten passt? Rinderfilet Stroganoff im Originalrezept. Und wie komme ich da gerade drauf? Weil da wird es gerade eingeblendet. Wunderbare Kombination Spätzle und Stroganoff. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ich probiere mal eben schnell. Oh, hier, schaut mal. Also, ich sage euch, für diese 5 Minuten Schlagen lohnt es sich nicht, zu einem Supermarkt zu laufen. Die schmecken hervorragend. Über einen Spätzle-Daumen nach oben und über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ich sage bis bald. Ich sage dann, ja, und tschüss. Ja. Wir haben euch lieb. Ciao.